bereue die Wette wirklich komplett. Solltet ihr zu einem Zeitpunkt beide schlafen, dann habt ihr verloren. Sonst gibt's 1000 Euro. Was? Ist er eingepennt? Ich werde jetzt 1000 Euro spenden. Was? Let's go! Ey, das sind 1210 Euro. So, bevor das Video losgeht, Leute, dieses Video war verdammt teuer. Ich habe schon Ewigkeiten kein so teures Video mehr gemacht. Ja, werdet ihr sehen, was genau passiert ist. Ihr seht es eben im Titel und im Thumbnail. Es ist wirklich geisteskrank. Ich wollte nur sagen, falls ihr mich irgendwie supporten wollt, gebt liebend gerne mal Creator-Code Pookie rechts im Shop ein. Vor allem jetzt, wo der neue Brawl Pass rauskommt, würde mich mega freuen. Es gibt auch ein neues Gewinnspiel. Ich werde jeden Tag 50 Euro iTunes oder Google Play verlosen. Bis zum 15.01. jeden Tag einfach dazu einen TikTok aufnehmen, wo ihr was kauft mit Creator-Code Pookie und dann posten auf TikTok unter dem Hashtag CCPookie. Ja, sehr, sehr easy. Könnt ihr gerne mal mitmachen. Und wie gesagt, es war echt ein arschteures Video und das wird durch die YouTube-Einnahmen nicht mehr reinkommen. Aber ich dachte mir, ich supporte die Jungs. Vielleicht kommt ein bisschen Support auch zurück und irgendwie, ja, war das eine dumme Idee. Naja, los geht's. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du da dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Da bin ich auch schon am Start und heute gibt es ein richtig, richtig cooles Video. Und zwar die 1000 Euro Wette. Ich glaube sogar, ich könnte fast schon mehr drauf wetten, aber ich will es nicht riskieren, nicht, dass ich am Ende dann echt noch Fett Cash verliere. Ich werde gleich im 100-Stunden-Stream von Lukas und Kevin vorbeigucken. Wer es nicht mitbekommen hat, die streamen jetzt gerade 100 Stunden live. Also, was geht eigentlich ab? Die haben jetzt, wenn ihr das Video seht, gestern begonnen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es durchziehen. Ne? 100 Stunden live zu streamen an sich ist ja, sage ich jetzt mal, keine Kunst. Ne? 100 Stunden Stream anzuhauen, wenn man dann pennen geht und der Stream läuft weiter. Das ist ja nicht das Schwierige. Meine Challenge oder die Wette, die ich jetzt an die Jungs habe, ist es wirklich 100 Stunden durchzuziehen, ohne dass beide gleichzeitig einpennen. Ich weiß, es ist gesundheitlich gar nicht möglich, glaube ich, dass ein Mensch 100 Stunden am Stück streamt und redet. Ich habe auch schon 24 Stunden Streams gemacht. Das ist nach 24 Stunden schon so dermaßen anstrengend. Und 100 Stunden ist nochmal das Vierfache. Ne? Also das ist auf jeden Fall das Ding. Das kann ich von niemandem erwarten und ich glaube, das erwartet auch kein Zuschauer, aber dass auf jeden Fall immer einer am Start ist und die Leute, die halt gerade am Start sind, so unterhält, das erwarte ich mir eigentlich schon. Und deswegen ist meine Wette an die Jungs, dass keiner von beiden einschläft. Sollte irgendwer von den beiden einschlafen, dann ist die Wette vorbei. Sollte aber immer einer wach bleiben, dann kriegen sie 1000 Euro gespendet. Ich glaube, ihr habt das Konzept verstanden. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Ich will 10.000 Likes auf dieses Video sehen. Und abonniert natürlich auch gerne bei kostenlos diesen Kanal. So, wir gucken mal kurz rein. Also, sie sind schon seit 11 Stunden live, gerade wo ich hier gucke. Und wir spenden jetzt einfach mal. So, Leute, da sehen wir es. 1000 Euro, wenn mindestens einer von euch wach ist, nicht schlafen. Wach bleibt, macht mehr Sinn. Nicht schlafen, Jungs. Und dann würde ich sagen, schicken wir das Ganze mal ab. Digga, die sind jetzt schon nach 11 Stunden so kaputt. Ja, wie sollen die denn hier wach bleiben? Die Spende müsste jetzt hier auch eigentlich jeden Moment eintrudeln. Spielt ihr die Nacht durch? Ich ja. Oh? Also wir wechseln uns dann ab mit Schlafen. Krass, wenn sie es durchziehen, das heftig. Das sind 3 Stunden. In 3 Stunden ist nichts. Das vorne steht für Tage. Jaja. Lol, 10,99 € von Pookie Brawl Stars. 1000 Euro, wenn mindestens einer von euch wach bleibt und nicht schlafen, Jungs. Naja. Ja, das ist leider, 100 Stunden ist wirklich unmöglich. Hä? Aber trotzdem, eine Ehre. Ich glaube, ihr checkt es nicht ganz. Die haben ja gerade gesagt, sie wechseln sich ab. Okay, ich habe jetzt nochmal gespendet, Leute. Meine Spende sollte jetzt hier auch gleich angezeigt werden. Paul bin ich nicht, ne? So, da ist die Spende auch schon. Wo ist sie, wo ist sie? Hallo, hallo, hallo? Ja. Also mindestens einer von euch muss halt wach bleiben. Ihr könnt euch abwechseln. Solltet ihr zu einem Zeitpunkt beide schlafen, dann habt ihr verloren. Sonst gibt es 1000 Euro. Und danke nochmal, 16,99 €. Also mindestens einer muss halt wach bleiben, ihr könnt euch abwechseln. Solltet ihr zu einem Zeitpunkt beide schlafen, dann habt ihr verloren. Sonst gibt es 1000 Euro, was? Was ist denn los? Ja, das haben wir sowieso geplant. Das wollten wir doch sowieso machen. Ja, okay, selbst wenn die das sowieso machen wollen. Deal. Deal. Ja, okay. Deal. Im Prinzip, ich mache immer die Nacht durch. Ja? Und gehe halt morgens dann pennen sozusagen. Ja. Und Kevin schläft nachts. Das ist der Plan. Junge,
Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay, also ich meine, wenn sie es schaffen, dann kriegen sie Taui, aber ja, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, Leute. jetzt kann ich schon mal mein PayPal-Konto hier drunter leiden, Alter. RIP. Eine Ewigkeit später. So, kurzes Update. Wir haben jetzt 1 Uhr morgens und tatsächlich, ja, er ist noch am Start. Kevin ist zwar weg, Kevin ist pennen gegangen. Die wechseln sich jetzt tatsächlich ab. Ich hoffe wirklich, ey, ich will keine 1000 Euro da verlieren, ne? Mir wird es gerade erst so ein bisschen mehr bewusst, so wie easy das eigentlich ist, wenn die sich immer abwechseln. Aber Lukas ist jetzt schon so müde und ich hoffe einfach, dass er einfach irgendwann einpennt. Das wäre so legendary, wenn er kurz einfach nur pennt. 5 Minuten reicht das schon. Dann haben sie die Werte verloren. Let's go. Zweiter Tag. Okay, Leute, mittlerweile der zweite Tag vom Stream und ich bereue die Wette. Ich bereue die Wette wirklich komplett. Ja, wir schauen mal kurz rein. Also, es sieht jetzt wie folgt aus. Sie sind immer noch am Start. Sie sind beide wach und ich habe mir tatsächlich die ganze Nacht angeguckt, was da abging. Und ja, Lukas war teilweise sehr, sehr müde, aber... Wir gucken jetzt mal so grob durch nochmal. Hat, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt auch wirklich gespielt. Aber der war da schon mega müde, der hat auch gar nicht mehr geredet, kann ich auch nachvollziehen. Nur noch ganz kurz kontrollieren, wenn er irgendwann mal weg war oder eingepennt ist im Stuhl, dann wäre es natürlich lost. Und ja, dann auf jeden Fall muss ich nochmal kurz auf Kevin warten. Wo ist das Ei? Das frage ich mich auch nochmal. So Leute, ich gehe ganz kurz nach dem Ei schauen, einen Moment. Okay. Da schaut er nach Kevin, Digga. Ich weiß nicht, warum das so laggt, ne? Das ist halt gefühlt Slow-Mo. 2000 Jahre später. Ist er eingepennt? Okay, nee, da kommt er wieder. Lol. Ich dachte gerade schon. Okay, okay. Kevin meint, er braucht noch so 10 Minuten. So lange muss er noch essen. Okay, 10 Minuten. Ich glaube, es war um 5 Uhr in der Früh oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 6 Uhr in der Früh, 7 Uhr, sowas um den Dreh. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben sie bis jetzt überlebt. Und ich habe mir gedacht, Leute, ich glaube sowieso, sie stehen das durch. Ich werde jetzt 1000 Euro spenden. Digga, das war der größte Fehler, dass ich das gemacht habe. Warum habe ich mir sowas überlegt? Das war einfach nur lost. 1000 Euro, Leute. Ich bin wirklich verrückt. Ich bin wirklich verrückt. Okay, was schreiben wir? Oh mein Gott, Digga. Ich kann nur 500 Euro spenden, ne? Ah... Also ich schreibe, ich glaube, ihr steht das durch. Also hier schon mal 500 Euro. Wenn ihr aber verliert, bekomme ich die zurück. Let's go, kaufen und senden. Bitte versuche es morgen nochmal. Nein. Echt jetzt? So, Leute, also vom PC kann ich nicht spenden. Kreditkarte hat nicht so Bock, akzeptiert zu werden. Deswegen muss ich jetzt vom Handy spenden. Kann ich dann halt leider nur 109,99 Euro auf einmal machen. Ich bin gespannt, wo es dann das Maximum ist. Ich probiere es einfach mal durch. Ich habe das erste Mal schon mal gespendet. Zack. Das ist jetzt gleich raus, Digga. Das wird so viel, Alter. Oh nein. Oh nein, da sind sie auch schon. Oh mein Gott. Ich muss eine Nachricht dazu schreiben. Warte mal. Ich hoffe, ihr pennt nicht ein, sonst schuldet ihr mir das ganze Geld wieder. Lol. GG. Digga, das ist schon wieder so viel. Was? Huki haut 110 Euro raus! Hä? BTF, wir haben verloren. BTF? Wieso? Ja, weil ihr noch nicht eingepennt seid. Und ich gehe davon aus, hier das nächste Donation. Lol? Ich weiß es nicht. Das ist der echte Huki. Nein, ich bin Faker. Was? Noch einmal! Let's go, Digga! 110 Euro! Let's go! BTF! Was? Alter Junge, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Die nächste ich hoffe, ihr pennt nicht ein, sonst schuldet ihr mir das ganze Geld wieder, Leute. GG. Ah, nee. Ja, immer einer ist am Start, auf jeden Fall mindestens. Ich hab nochmal gespendet. Das ist die dritte. Was? Als ob er nochmal 110 Euro raushaut. Das war die dritte jetzt. Das ist jetzt die vierte. Digga, ihr müsst euch das mal angucken. Warte mal. Also, da oben seht ihr die Donations. Digga, ich hoffe, ich kann so viel spenden, ne? Wie viel waren das jetzt? Was? Wie waren das denn jetzt? Er schreibt nicht einpennen, haha. Junge. Digga, ich komm gar nicht mehr mit, keine Ahnung. Was geht ab? Noch eine. Ja, oh mein Gott. Hat sicher jetzt gespendet? 440 Euro. Er spendet jetzt noch einmal oder er spendet noch 6 Mal. Ja, ja. Was? WTF. Digga. Oh mein Gott, Junge. Es eskaliert komplett. WTF.
Es eskaliert einfach komplett. Oh mein Gott, was geht ab? Warum mache ich das? Digga, wie viel habe ich denn jetzt schon gespendet? Ich habe den Überblick gar nicht mehr. Ich kaufe die ganze Zeit nur. Was? Hä? Digga, WTF, wie viel habe ich denn jetzt schon? WTF! 660 Euro! Let's go! Da fehlen auf jeden Fall noch 2 oder 3, glaube ich. F! Ja! Der eine kommt noch Ich glaube, das ist die größte Donation, die Lukas oder Kevin generell auf einmal erhalten haben. Als ob er jetzt so oft 110 Euro donatet. WTF! Einfach nur geisteskrank. Ja, aber was soll ich sagen? Irgendwo muss ich den Jungs halt auch gönnen, ne? Da ist auf seinem Geldberg eingeschlafen. Ja. Nee, auf jeden Fall an der Stelle nochmal Glückwunsch zu den 1 Million Abos auf Lukas. Junge Porky, was? Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gespendet habe. Ich hab's vergessen. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Digga, guck dir das an hier oben, Mann. Das sind 7 Mal waren das jetzt. Jetzt kommt die 8. Oh mein Gott! Hä? Noch einmal 110 Euro, Digga. Einfach nur geisteskrank. Das war jetzt die 7. WTF. Das heißt auf jeden Fall noch 2 oder so. Boah, ich weiß. Was? Junge Porky, Alter. Ich höre einfach nicht auf, Digga. Ich mache aber mein Konto leer jetzt. Junge, was geht ab? Leute, ihr müsst alle mal wirklich einmal ein Hashtag der Ehrenboxer und ein Herz in den Chat hauen für Porky. Ja, geisteskrank. Er hat sein Wort gehalten. Geisteskrank. Ich habe damit jetzt ehrlich gesagt irgendwie gar nicht mehr gerechnet. Leute, ich muss jetzt ein bisschen Promo machen auch, deswegen, damit das Geld wieder irgendwie reinkommt, kauft den Boxer-Merch und gebt Creator Kunfuki an, Leute. Oh mein Gott. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich echt den Überblick verloren, wie viel das jetzt war. Ich weiß es echt nicht mehr, ich habe es echt vergessen. Alter. Nein, das war jetzt zu viel. Das war jetzt 1 zu viel. Nein! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, es sind. Oh mein Gott, warte, wie oft sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt schon 10 Mal gespendet und jetzt kommt noch eine. Was? Ach du Scheiße. Ich habe 11 Mal gespendet. Nein, ich habe zu viel gespendet. Ich habe zu viel gespendet. Kauf den Boxer-Merch. Haha. WTF! Hä, hat er jetzt noch mal mehr gespielt? Hä, das sind 1210 Euro! Hä? WTF! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Porky, also das ist geisteskrank. Let's go! So, ich glaube, da freuen sie sich auf jeden Fall ordentlich. Ja, Leute, gönnt euch den Boxer-Match natürlich auch gerne auf Ehre. Ehre! Das wollte ich hören. Creator und Fuki natürlich auch gerne eingeben. Krank! Alter, so viel Geld habe ich noch nie gespendet, ne? Das ist echt geisteskrank. Falls ihr aber verkackt, dann kommt das zurück, haha. Ja. Ja, wir werden das nicht verkacken, wir werden das nicht verkacken. Gut, dann hoffen wir auch, dass es nicht verkacken, Leute. Wir haben unseren Schlafrhythmus so angepasst, dass immer einer streamt und wach ist. Und sehr gut. Das passt. Sehr, sehr gut. Leute, was soll ich sagen? Geisteskrankes Video auf jeden Fall. Lasst unbedingt einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal unbedingt kostenlos und schaut gerne auch bei Lukas und Kevin vorbei. Das war wirklich sau viel Cash. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, ich tue den Jungs irgendwie einen Gefallen. Ich dachte ehrlich, es wird schwieriger, dass die das durchstehen. Aber ja, der Stream ist ja noch nicht vorbei. Sollten sie einpennen, beide gleichzeitig, dann geht das Geld wieder zurück. Deswegen hoffen wir das einfach mal. Vielleicht können wir dann irgendwie so einen Schlaftrag verabreichen. Leute, das war's mit dem Video. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke. Gebt Creator und Fuki ein. Bis dann, haut rein und ciao.